Skype 5 – Die neuen Funktionen. Skype zählt zu den wichtigsten Anwendungen für kostenlose Telefonate, Chats und Videokonferenzen via Internet. Es gibt nun auch Gruppenvideokonferenzen für Privat- und Geschäftskunden. Nebenbei bietet diese Software auch SMS-Versand, die Anrufweiterleitung, Gruppenchats mit bis zu 100 Personen oder Konferenzgespräche mit bis zu 9 Teilnehmern. Zusätzlich hat Skype auch einen Bandbreitmanager, eine Facebook-Funktion, einen Kalender und die Desktop-Freigabe integriert. Übrigens, die hier vorgestellte Software können Sie von shareware.de herunterladen. Folgen Sie dem unten angegebenen Link oder verwenden Sie die Suchfunktion. Scrollen Sie nach unten zum Download-Button und laden Sie die Datei herunter. Skype ist seit einiger Zeit in der Version 5 erhältlich. Wir stellen Ihnen die neuen Funktionen wie die Bildschirmfreigabe, die Verlinkung mit Facebook oder den Newsfeed vor. Die Benutzeroberfläche wurde etwas überholt. Es wurden Tabs hinzugefügt, über die man schnell und einfach die selbst angegebenen Informationen anpassen kann. Bildschirmfreigabe. Sie surfen gerade im Internet nach diversen Bildern oder Sie sehen sich gerade Ihre Urlaubsfotos an und möchten diese gerne jemandem zeigen, der aber weit weg an einem PC sitzt? Skype macht's möglich, und zwar mit der neuen Screensplitting-Funktion. Genau genommen nennt sich diese Funktion Bildschirmfreigabe. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihren Bildschirm zur Ansicht für andere Teilnehmer freizugeben. Wählen Sie einen beliebigen Kontakt aus, dem Sie Ihren Bildschirm freigeben möchten, und stellen Sie eine Verbindung zu diesem her, indem Sie auf die Schaltfläche Anrufen klicken. Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Porträt und wählen im Kontextmenü Anrufen. Wird der Anruf entgegengenommen, erscheint die Schaltfläche Bildschirmfreigabe am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie auf diese, um Ihren Bildschirm freizugeben. Im Untermenü können Sie noch auswählen, ob Sie den ganzen Bildschirm oder nur einen Teil davon freigeben möchten. Hier sehen Sie den ganzen Bereich, der für den angerufenen Teilnehmer sichtbar ist. Um die Bildschirmfreigabe wieder zu beenden, klicken Sie am oberen Bildschirmrand auf die Schaltfläche Nicht mehr übertragen. Als nächstes demonstrieren wir, wie die Bildschirmfreigabe aussehen kann, wenn Sie angerufen werden. In diesem Beispiel sehen Sie einige bewegte Bilder der Internet Security Suite von Kaspersky. Wie bei der Bildschirmkonferenz können mit Skype 5 nun bis zu 10 Streams gleichzeitig übertragen werden. Bisher waren es nur 5. Newsstream. Bei dieser neuen Funktion werden alle Statusänderungen Ihrer Skype-Kontakte chronologisch festgehalten. Sie können jederzeit den Newsstream aufrufen und bleiben somit stets über Änderungen Ihrer Skype-Kontakte auf dem Laufenden. Den Newsstream können Sie über zwei Wege einsehen. Der erste Weg führt Sie zum Registerblatt Anzeige. Dort wählen Sie die Option Skype Home aus. Falls Sie sich jedoch für den anderen und weniger aufwendigeren Weg entscheiden, klicken Sie einfach auf Ihre Profilschaltfläche. Hier finden Sie die chronologisch angeordneten Neuigkeiten Ihrer Skype-Kontakte aufgelistet. Facebook-Verlinkung. Eine weitere neue Funktion ist die sogenannte Facebook-Verlinkung. Hiermit können Sie Ihren Facebook-Newsfeed jederzeit bequem abrufen. Die Funktion Facebook-Verlinken lässt sich ebenfalls auf zwei verschiedenen Wegen erreichen. Klicken Sie auf das Registerblatt Anzeige. Danach wählen Sie die Option Facebook-Neuigkeiten. Falls Sie aber den zweiten Weg einschlagen möchten, klicken Sie erneut einfach auf Ihre Profilschaltfläche. Um Skype mit Ihrem Facebook-Account zu verknüpfen, klicken Sie auf das Registerfeld Facebook. Um den Vorgang einzuleiten, müssen Sie nur noch die Schaltfläche Neuigkeiten in Skype anzeigen betätigen. Schlussendlich ist es notwendig, dass Sie sich mit Ihrem Facebook-Account anmelden. Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Falls Sie immer angemeldet bleiben möchten, markieren Sie das Feld Angemeldet bleiben, indem Sie ein Häkchen in das graue Quadrat setzen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Anmelden. Ihre Facebook-Neuigkeiten werden geladen und chronologisch aufgelistet. Als wichtigsten Vorteil kann man die VoIP-, Chat- und Videokonferenzfunktion nennen. Die sehr gute Sprach- und Videoqualität ist ein weiterer bemerkenswerter Vorteil. Schlussendlich sind die möglichen VoIP-Telefonate in internationale Festnetze ebenfalls ein Pluspunkt. Der einzige Kritikpunkt liegt im verwendeten VoIP-Standard. Dieser ist proprietär.
Das bedeutet nicht frei und nicht quelloffen. Fazit: Die neue Version ist stark verbessert. Die Software ist praktisch und benutzerfreundlich. Die neuen Funktionen sind funktionstüchtig und sprechen für sich. Somit verdient Skype 5 von 6 Sternen.